kann man das eigentlich? Ich würde gerne die Hälfte von diesen Riegeln raustun. Aber das geht nicht, ne? Doch, Großschreibtaste, Rechtsklick. Oh. So, dann habe ich die jetzt quasi drei Riegel in die Essenskiste rein. Ich habe noch zwei. Okay. So. Überleg, überleg. Genau, die Tür wollte ich bauen. Da wollte ich jetzt nochmal gucken, ob es jetzt reicht oder nicht. Wall, Wand mit Tür. Nein, ich brauche immer noch Nägel. Stimmt, und die Nägel konnte ich mir nicht herstellen, weil ich keine Eisenbarren habe. Wundert mich sowieso, da brauchst du einen Eisenbarren für Nägel, ne? Nee, braucht man gar nicht. Stück Eisen braucht man dafür. Ich mache gleich wieder 20. Jetzt müsst... Ups, ich habe die Tür zugemacht. Mal gucken. Wall mit Tür. Yes. Wir haben eine Tür dann gleich. Da 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 da. So, ich glaube, du kannst dich freuen. Ja. Es gibt eine Tür. Yay. Eisenplatten, Gummiring und bearbeiteter Stein. Oh Mann. Das Kupfererz. Bis zum Schießen? Mhm. Mach hier gerade ein Haus. Clear. So. Oh, oh. Was? Ach, ich hatte keine Munition mehr. Ich bin trotzdem noch immer am Suchen. Irgendwie, das ist... Ja, das dauert schon noch ein bisschen, bis du da wieder drin bist. Felsbrocken, da sind die Felsbrocken. Am liebsten habe ich das alles bei mir im Inventar und fertig. Dann brauche ich nicht 10.000 Mal da... Ja, mach doch. ...an die Dinger ran. So. Weil dann muss ich nämlich jetzt die Sachen auch einmal verstärken. Wand mit Tür ist abgegradet. So. Und jetzt? Achso, F-Open. Die geht nach außen auf und die geht aber auch nach innen auf. Ja, da war ja jetzt halt gar nichts in dem Haus. Also so gut wie nichts. Bist bei einem Haus? Ja. Ich tue die Nachbarschaft ein bisschen ausräubern. Ah, okay. Ja, die brauchen das Zeug eh nicht mehr. Habe ich mir auch gedacht. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt halt im Grunde... Ah, okay. Ich brauche noch mehr bearbeiteten Steine. Ich bring Steine mit. Bitte, bitte, bitte. Okay. Also die, wo rumliegen, ne? Ja. Okay. Ich versuche mein Bestes zu tun. Ja, weil es sind keine mehr da. Aber wie jetzt? Naja, ich sag ja, das Upgrade, das kostet enorm Geld. Aber wenn wir das in Holz lassen, dann zerballern die uns das. Ja. Und wenn der Explosionstyp da kommt, dann ist es echt beschissen. Weil dann geht alles in Flammen auf. Ich habe zumindest jetzt halt mal den Anfang quasi von den Wänden her verstärkt. Okay. Aber ich kann hier sonst nichts weiter... Also vor allem nicht die Böden verstärken, ist das Problem. Na doch, das geht sogar. Das Fundament kann ich verstärken. Das mache ich dann gleich mal. Das geht. Oh, ich sollte vielleicht doch mal was essen. Gott sei Dank habe ich nichts dabei.
Jetzt muss ich die Ziegel noch. Und da mache ich dann einfach zu und fertig. So, schauen wir mal. Ziegel. Äste. Äste, hast du gesagt, haben wir ganz viele. Durch das, dass ich da vorhin nicht danach gesucht habe, sind mir die nicht aufgefallen. Da sind sie. Okay. Ziegel. Ja, brauchen wir auch Stein. Oh Mann. Ja, aber so viel Stein kannst du doch gar nicht aufsammeln, was du dann da brauchst. Ich brauche ja für... Hallo? Kommt da einer, der testet? Ach nee, du machst den vorher schon nieder, verdammt. Der, nee, der haut hier gerade keine Ahnung wohin. Der kommt zu dir. Doch, der will testen. Ja, schade. Ich hab gemeint, der kommt ein bisschen weiter. Ja, der war ja schon bearbeitet. Ah, aber da ist noch mal einer. Au! Du sollst nicht da reinlaufen, wenn der Zombie neben dir ist. Das ist aber jetzt echt knapp gewesen. Au! Jetzt ist es aber noch knapper. Und da ist eine Tür. Ja, da ist eine Tür. Oh Gott. Deine ganze Forschung geht zum Teufel, ehrlich. Oh Mann. Nein, ich bin ja nicht gestorben, aber ich, also... Mich, wenn ein Vogel ankackt, falle ich um. Ja, zum Glück schießt du die alle ab und zum Glück lässt du wirklich die Tür offen, ne? Das ist der Hammer. Ja. Ja, das ist logisch. Die laufen da halt einfach geradeaus durch, wenn du diese scheiß Tür offen lässt. Für was habe ich sie dann reingebaut? Ja, zum Durchlaufen. Ja, aber für dich und für mich. Ja. Ich bin doch durch. Ja, aber dann mach die Tür zu. Wir haben halt einfach mal 16 geröstete Vögel jetzt. Das ist gut. Also alles, was du irgendwie kochen kannst und herstellen... Habe ich gerade gekocht. 23 kleines geröstetes Fleisch, 16 geröstete Vögel. Du, ich bin geskillt, was Kochen angeht, ne? Also ich kann auch Sachen kochen, die dann noch zusätzliche Boosts geben oder sowas. Mhm. Wenn ich das dann abgegradet habe hier. Aber das braucht auch noch... Ey, alles braucht ewigst viel Material, ey, ich sag's dir. Ah. Bearbeiteter Stein, so. Gemacht. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was ihr Leute dazu sagt. Wie wird das jetzt halt machen hier? Oh ja. So, jetzt wollte ich mal gucken. Kann ich denn eigentlich? Nein, kann ich nicht. Ah, ey. Man braucht echt so viel Matz hier, ne? Yes. So, ich würde noch gerne die zwei Wände hier upgraden. Dazu fehlt mir jetzt halt dann noch ein Zement für dieses Upgrade. Ja, ein Zement fehlt mir da noch. Dann kann ich die letzte Wand hier noch fertig machen. Nein, ich bin wieder am Falschen. Wie immer. Es ist faszinierend. Ich mache da gleich mal 5 Stück. So, zack. Ich habe halt immer Schiss, dass ich zu viel produziere und dann quasi Material verballe, was ich dann vielleicht für was anderes noch brauche. Ja, aber so. Wir brauchen es doch so und so. Ja schon, aber verstehst nicht, was ich meine. Du meinst wegen einer Überproduktion? Ja, nicht unbedingt eine Überproduktion, aber was ist, wenn ich jetzt Material verballe für etwas und um das dann... verdammt, mein Rücken... und wenn ich dann quasi was upgraden will und ich habe dann genau dieses Material verarbeitet, was mir fehlt, dann zum... Das ist blöd.
Und da ist schon wieder die Tür offen, ey, sag mal. Hey, ich bin da jetzt aber nicht raus. Aber ich auch nicht. Ja, irgendwer muss ja dann da durch. So. Das ist alles soweit abgegradet. Ist doch schon mal ein Anfang, oder? Boah, wir haben jetzt zwar echt verdammt viel Essen. Ja, das ist doch gut. So, ich würde gerne... Ausrüstungsfertigungstisch, oh Mann. Kann ich eigentlich mich irgendwie upgraden? Habe ich Forschungsmaterial einstecken? Nee, ne? Ne, ich habe nur noch 14. Ich habe 40. Ja, dann mach. Habe ich doch schon, aber ich brauche mehr. Okay, das ist so, schon ich hatte, gut. Also ich habe das, was ich hatte, habe ich jetzt in die Kisten rein. Okay. Wir hatten irgendwo Benzin. Ja. Da. Also wir hätten jetzt auch wieder wahrscheinlich genug Kaninchen-Zeugs, dass du dich mal upgraden kannst. Ah, es werde Licht. Was? Hier im Haus. Hast du Fackel rein? Nein, ich habe eine Deckenleuchte angebracht. Boah, wie cool, geil. Na, können wir hier so langsam unsere Pflanzen auch ziehen? Ne, ich dachte mir, es muss jetzt unbedingt mal sein hier mit einem Lichtle. Bearbeitet aber Blätter. Oh. Ey, du brauchst für eine dumme, blöde Fackel brauchst du, oder für so eine Leuchte brauchst du 50 Blätter. Oha. Das ist wirklich eine Menge, also. Ich lasse die Tür jetzt offen stehen, ja? Nein. Oh, das ist übel, was die. Wir müssen nochmal, vielleicht nochmal jeweils zwei Fallen auf die Dinger stellen, auf jede Seite. Weil jedes Mal, wenn ich da rauskomme aus unserer Base, kann ich mal da was raussammeln. Du meinst Tierfallen? Ja. Ja, aber brauchen wir so viele Tiere? Ja, keine Ahnung. Fleisch, Knochen, Fell, Upgrade. Ah, okay. Da kann man das. Am Tag sieht man erstmal, was da alles für Material rumliegt, überall. Ja. Ich frage mich, für was man diese ganze Decoration bauen kann. Ich denke da, die Dekorationen, die nutzt du wirklich nur, wenn du irgendwie sagst, okay, ich mache hier den Easy Peasy Survival Mode. Ne? Und du dir ohne Welle. Haus baust, oder wie? Ja. Da kann ich mir das vorstellen. So, jetzt möchte ich mir den Stachelwerfer bauen und ich brauche immer noch einen Draht. Aus Eisen hergestellter Stab kann am Materialverarbeitungstisch hergestellt werden. Draht ist doch auch in den Kisten. Jetzt ernsthaft? Ja. Wenn du aus dem Haus rausgehst, rechts, müsste das zweite Ding sein in der Kiste. Warte mal, da ist nur Tierzeug drin. Da Nein. sind Felle drin. Wenn du rauskommst, rechts, die Kiste, die du rechts siehst. Nee, das sind Stahlstangen. Nein. Das eine ist Kupferdraht und das ja, andere ist Gummiring. Nein, aber ich meine Eisendraht brauche ich. Ach so, na, den habe ich nicht. Das habe ich schon auch genauer gesehen. Ausdrücken. Ich habe gesagt Draht. Ja, eben, Draht. Oh Mann, du machst mich fertig. Nein, du machst mich fertig. Du hast mir das zum Ziel gesetzt, dass ich irgendwann heulend hier zusammenbreche wegen einem Nervenzusammenbruch. Ja, genau. Ja? Ja, irgendein Ziel muss man haben. Mhm. Und warum Bau lieber das? Die Base fertig. Nimm dir das als Ziel. Na gut. Bis ich zurückkomme, muss da was stehen, ne?
Es steht und nicht doch nur die Tür, was. und nicht nur die Tür offen. Ja. Oh, du mobbst mich, ich merk's schon. Du hast es im Rücken, nicht im Finger, also klick. Los, klick. Ah, du machst mich fertig. So, jetzt aber. Kalkstein yes. brauchst du ja auch, ne? Ja, bitte alles. Ja, okay. Oh Mann. Man kann da nicht sauber hingucken hier bei dem. Ah, doch. Yes. Und ich bin gespannt, ob die was bringt. So, was soll was bringen? Jetzt braucht man nur noch Bolzen. Und zwar diese Special Bolzen. Mal gucken. Oh, ich kann ja auch mal aufrüsten hier. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber ich bräuchte noch Kaninchenknochen. Sind doch in der Kiste. Ehrlich? Genug. Kaninchenknochen, Kaninchenfell. Rehpelz, Wildschwein, Kaninchen. Schön, wenn man so aus dem Vollen schöpfen kann, ne? Ja. Ist wie einkaufen, schon ohne zu bezahlen. Ja, sozusagen. Ja. Ach, das ist toll. Ach, das könnte ich auch noch brauchen. Ach, guck mal an. Ja, genau. Ne, das macht schon Spaß. So. Dann habe ich jetzt halt im Grunde mein Basie, die Armbrust und mein Gewehr einmal abgegradet. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Dass man wirklich die Waffen hochpusht, weil die anderen Sachen, wenn ich jetzt halt einmal öfters mit der Axt zuhauen muss beim Farmen, ist mir das jetzt halt eigentlich Rille. Ja, aber dadurch, dass ich jetzt eigentlich die ganze Zeit am Farmen bin, habe ich mir die doch abgegradet. Ja. Das ist sinnvoll. Ja, dachte ich mir. So, jetzt warte mal, was haben wir denn da noch? Vielleicht noch ein Fallbeil? Was meinst du? Also ja. ich habe jetzt halt noch eine von diesen Fallenmaschinen, also diese Maschinen-Dingsbums-Komponente. Ich kann bauen den Stachelboden, nochmal das Schneidewerkzeug, was da vorne bei uns steht, was so rotiert. Ich kann noch ein Pfeilbeil bauen und einen Kompressor. Was ist ein Kompressor? Kompressor quetscht quasi von oben die Zombies so zusammen. Auch ein lustiges Gerät. Puff. Oder noch ein Pfeilbeil. Ich denke, ein Kompressor ist schon nicht schlecht, ne? Aber den würde ich eher so an der Biegung dann machen, wenn man quasi um die Ecke rumgeht. Mhm. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch Wände ziehen kann. Ich hoffe es. Wand mit Durchbruch kann ich machen 2. Ich weiß halt nicht, soll ich das hier auf der einen Seite, wo die Mauer ist, soll ich da eine Wand hinziehen? Weil sonst laufen die an den Schreddern vorbei, ne? Ja. Schon. Also die müssen wir schon führen. Sollten sie schon. Ja. Ja, außer du machst da aus mir, machen es doppelt. Also doppelreihig. Dass ich daneben nochmal von der. Naja. Könnte man machen, ja. Dass ich da quasi nochmal ein Fundament mache. Und dann, ja. Möglich wäre es. Ja, weil die Mauer da daneben können sie ja nicht zerstören. Und wenn du da nichts hinmachst, ist es ja verschwendeter Platz. Ja, das stimmt.
Und die werden ja eh von den Fallen so zurückgeworfen und dann werden die von der einen Falle in die andere reingeschmissen. Das stimmt. Okay, aber ob ich jetzt das Material habe, um die auch noch abzugraden, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben jetzt halt hier einen doppelten Steg. Die Mauer auf der Seite, das können wir eigentlich missachten. Da können wir ja dann im Grunde nochmal so diese Stacheldrahtzaun Ja. hinmachen, ne? So, dann wäre es aber auch sinnvoll, wenn wir da noch einen Schredder hinstellen, oder? Ja. Zum Beispiel. Dann ist es nämlich egal, auf welcher Plattform die laufen, die werden geschreddert von der und von der Seite. Echt eine Überlegung hier, ne? Was kann ich upgraden? Oh, ich kann sogar upgraden, was? Je früher man upgradet, desto besser ist es, ne? Wahrscheinlich, weil dann können sie es nicht zerstören. Ja, ne, mein gut, wir müssen Stein haben zum Reparieren und Äste. Oh, also das Fundament abzugraden kostet 5 Ziegel. Also 5 Ziegel, einen Zement und einen Nagel. Aber die Ziegel sind heftig. Warte mal. Echt? Ich schaue nochmal hin am Materialtisch. Weil Ziegel kosten normalen Stein. Ja, habe ich wieder einiges. Das ist gut. So, ich habe 10 Ziegel. Mit das da noch? Hast du es jetzt eigentlich schon auf die Stufe 2 alles ausgebaut? Die Tische? Nee, deine Waffen. Nee, du hast schon wieder die Tür offen gelassen. Ich sag Ja. dir, die dürfen alle dich beißen, wenn die reinkommen. Ehrlich. Ja, Das können Sie gern sind dann machen. alles deine. Und Ja. ich gehe dann ins Haus und schaue von oben zu, wie sie dich zermampfen. Ja, kann sie machen. Habe ich kein Problem damit. Nee, ne? Es macht dir sogar Spaß, glaube ich. Ja, weil ich mich Ja. wehren kann. Das bin ich mal gespannt, wenn es mehrere werden. Ja, von mehreren hat ja keiner gesprochen. Oh, ich kann den Zaun bauen. Ist das nicht schön? Wunderbar. Zaun zur Absicherung der Brüstung. Ich meine, es ist auf jeden Fall gut, wenn man oben steht, von oben nochmal auf die ballert. Aber hast du eigentlich den Dingsen gesehen hier oben? Auf Ich dem muss Wagen? ehrlich. Nee, ich hab nicht geguckt, so Die wirklich. Balliste hier. Oha. Oh, cool. Ja, Wie aber bist denn wir du da brauchen noch hochgekommen? über den Anhängerkupplung. Aber ich weiß zwar nicht, ob die da so viel bringt, ne? Etzeler gerade im Doch. Moment. Ja, jetzt im Moment nicht. Ich muss ja sowieso Bolzen noch herstellen. Das ist ja das Problem. Ach so, na dann bringt sie ja wirklich nichts. Nee. Ballistenbolzen. Es gibt abgegradete Ballistenbolzen. Da brauche ich allerdings bearbeiteter Baumstamm dafür. Oh Mann. Oh, jetzt ist da ja aber. Was? Ich dachte, das geht bis zur Mauer. Nee, leider nicht, aber es ist doch egal. Ich kann tatsächlich. Stück Eisen, bitte. Ja, kommt Da sofort. nicht. Da auch nicht. Da ist. Stück Eisen. So, zack. Weil wenn, dann macht es nur Sinn, dass wir den abgegradeten Ballistenpolzen gleich machen. Der macht nämlich 125 Schaden. Bevor ich da lang mit den normalen Bolzen anfange. Die kosten nämlich auch Eisen und Äste. Ja. Mache ich doch gleich den. Und machen 75 Schaden, mache ich doch gleich den besseren mit 125 Schaden. Der kostet zwar einen bearbeiteten Baumstamm, allerdings sinnvoller.
Vor allem, wir sind jetzt halt. Wie viel habe ich jetzt da? Quatsch. 88, ja. Über 100 von den Bolzen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich da reinbekomme. Ach komm, ich bin doch gerade vorhin auch drauf gekommen. Hörst du auf? Ich mach doch gar nichts. Na, ich meine den Zombie da vorne. Ach so. Ey, wie bin ich da vorhin hochgekommen? Weiß ich nicht. Ah, jetzt. Afloat. ...75 gehen da nur rein. Alter. Da gehen gerade mal 75 von diesen Bolzen rein. Hm. Aber das Gute ist also wirklich, wenn ich jetzt halt mir... Der schießt halt hier genau durch, ne? Durch die Fenster. Ideal. So, ich weiß jetzt immer noch nicht. Jetzt habe ich noch das Material für ein Fallbeil und für Schneidewerkzeug. Man sieht halt nicht, was die Schaden machen, ne? Hm. Ey, ich baue die Tür gleich wieder weg, ehrlich. Jetzt kommt doch eh nichts. Lass sie doch einfach offen. Außerdem steht da ein Balliste. Der, wenn reinkommt, hat er einen. Oh, das stimmt. Jetzt hat er. Jetzt hat ja. Das stimmt. So. Du hast mir immer noch keine Antwort gegeben, was ich jetzt da hinstelle. Auf jeden Fall kein Fallbeil. Okay, ich kann auch mit Stacheln versehender Boden hinmachen. Aber der bringt da oben eigentlich nichts, wenn dann eher Schneidewerkzeug dann. Ja, dann mach Schneidewerkzeug. Oder ich. Warte mal, ich bräuchte noch ein Holz, dann kann ich nochmal einen Schredder herstellen. Komm, machen wir das. Schredder sind gut. Schredder machen Spaß. Die drehen sich. Aber wenn du die jetzt doppelt hast. Kannst du die nicht da quer hinstellen oder bringt das nichts? Das weiß ich nicht, die müssen ja auch irgendwie durchlaufen können, oder? Trotzdem, also ich weiß es nicht. Naja, wir werden sehen. Genau. Dann stell den jetzt dann auch wieder so daneben hin. Ja. Ich brauche ein normales Holz. Ein ganz normales Holz. Ja, Sapralot. Wir haben kein normales Holz mehr. Wir haben nur Baumstämme. So was Blödes, dann muss ich mir die ja herstellen. Ja, aber Baumstämme haben wir ja auch genug. Ja. Und ich bin ja gerade schon wieder am Sammeln. Das ist gut. So soll's sein. Ich muss dann mal ein Chicken essen. Dass ich mein Leben wieder nach oben bekomme. Melee Shredder Build. Ich kann die. Oh Mann, wir könnten sogar drei nebeneinander stellen, so wie es ausschaut. Ich weiß halt bloß nicht, ob die da noch durchlaufen können, ne? Ja, aber ich denke schon. Die wollen es zumindest versuchen. Oh Mann, ich werde dir zu gern zeigen, wie ich das gerade... Ich habe jetzt im Grunde den Mittelpunkt der Achse von diesem Shredder auf dem Punkt, wo die zwei Plattformen zusammenstoßen. Also genau in der Mitte von dem Ganzen. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich die da hinsetze, können die da noch durchlaufen? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Weil wenn ich das Ding wieder abbauen muss, dann bekomme ich ja nicht alles Material zurück. Hm. Ich würde es eigentlich ungern. Ich mache es jetzt so, dass ich lieber um ein oder zwei Punkte rübergehe und dann setzen wir ganz rechts drüben nochmal Stacheldraht hin. Ja, vielleicht kann uns da mal jemand einen Kommentar dazu geben, ob das erfahrungsgemäß so nah wie möglich zusammen mal setzen kann oder ob man da Abstand lassen muss. Weil ich meine, es würde ja nicht
angezeigt werden in weiß, ne, wenn es nicht gehen würde. Na, eigentlich nicht, nee. Aber das ist ja nur, dass du es bauen kannst, nicht, dass du durchlaufen kannst. Ich setze es jetzt. Na gut, dann setze es. Ich will das jetzt wissen. Ich kann durchlaufen. Okay. Also von daher können... Au! Und ich bin genau in den Stacheldraht reingelaufen. So wie es sich halt gehört, ne? Für einen richtigen, harten Kerl. Oh Mann, es wird spät. Ich fange das Quatschen an. Du quatschst die ganze Zeit. Ja, das stimmt allerdings. Ich bin immer am Quatschen. Die armen Zombies. Ich mach da keine Wand hin. Das ist Materialverschwendung. Wenn ich da eine Wand hin mache. Ja, aber wenn die dann da, keine Ahnung, wie die da durchlaufen dann. Du meinst, dass die dann da einfach dran vorbeilaufen? Das geht gar nicht. Warum? Warum soll das nicht gehen? Weil die da nicht dran vorbeilaufen. Die müssten dann auf jeden Fall über den Stacheldraht hier drüber steigen und dann bis sie erst einmal zur Mauer kommen und die Dinger sind dumm. Das machen die nicht. Ich glaub, die werden sehen. Außer ich mach da zu, dass die von der Seite über den Stacheldraht gar nicht durchkommen können. Das ja, die Ecke gut. Beim Tor würde ich sowieso zumachen. Ja, die mache ich jetzt zu. Da setze ich dann vielleicht noch zwei Stacheldrahtdinger rein oder sowas und dann passt es. Oh Gott, Nägel und Ziegel, wieder mal. Ja. Also um unsere Base rum wachsen keine Bäume mehr. Hast gut abgeholzt, ja? Ja. Hast du eigentlich mal geguckt, ob unser Schwein noch lebt? Ja, vorhin, aber das war kein Schwein mehr, sondern dann war da war dann ein Reh. Au. Aber das Schwein habe ich nicht gesehen. Ist quasi wie die Raupe zum Schmetterling, so das Schwein zum Reh. Ja. Oha, die Fallen sind halt dauernd voll, ne? Ja, das ist doch cool. Ja, ich beschwer mich doch nicht. Das beschwer dich halt nicht. Aber kann man da auch mal so eine große Falle hinmachen? Ja, wenn ich das Material dafür habe, dann gerne. Ja, also wenn du das nicht hast. Hab ich nicht. Ja, aber nicht. Ich brauche kleines Fleisch, aber ungebraten. Echt jetzt? Ja. Ich habe gerade jetzt im Moment 3 Stück durchgebraten, wo du gesagt hast, ungebraten. Ach komm schon. Ja, ich brauche 3 Fleisch, ein Fleisch ungebraten. Habe ich nicht. Gibt's nicht. Tja. Gibt's auf dieser Welt nicht mehr und dann brauche ich noch Blätter. Ja. Oh Mann, wir sind jetzt schon wieder bei 1,5 Stunden, Alter. Und? Na, wollte ich ja nur mal erwähnt haben. Warte mal, hier habe ich. Ach, ich könnte mal die Stofffetzen hier raustun, weil das ist ja. Sonst habe ich einfach zu viel Zeug einstecken, was ich jetzt gerade im Moment gar nicht brauche. Ich habe noch die Kaninchenknochen, Kaninchenpelz. Das heißt, ich könnte mich jetzt halt auch noch mal ein bisschen aufwerten. Nee, kann ich nicht. Ach so, weil mir ein Stück Eisen fehlen. Aber ein Stück Eisen müssten wir auch noch ganz viel haben. Ja, da haben wir wirklich viel. Dann kann ich nämlich auch bei mir mal ein bisschen was upgraden. Aber wie gesagt, den Bogen, den schmeiße ich dann raus. Weil ich habe die Armbrust. Katana muss ich raus tun. Was ist mit dem Hammer eigentlich? Damage Rate, Attack Speed. Nee. Also wenn dann Spitzhacke. Und Axt.
So, ich weiß nicht, was das beim Hammer bringt. Der Hammer ist ja im Grunde dafür da, dass ich abbauen kann. Was ist da noch? Der Hammer? Damage, oh, starker, schwerer Hammer. Dann müsste ich allerdings, glaube ich, Forschung oder sowas noch machen. Molotow-Cocktail. Gewehrpatronen. Ja, das ist teuer. Brauchst du einen Kupferbarren, einen Eisenbarren und zwei Schießpulver. Oha. Ja, das finde ich schon teuer. So, wo ist die Waffenkiste? Da jedenfalls nicht, aber ich kann da mal die Knochen reinschmeißen und die... Ne, nur die Knochen. Warum sind die Knochen und die Pelze getrennt? Kann das sein? Ja, sind getrennt. Aber warum? Du brauchst doch meistens die Pelze und die Knochen. Ja, kannst du doch aus den Kisten rausholen. Naja, aber... Okay. Warum stacken die Seile nicht? Das macht mich immer narrisch. Warum geht das nicht einfach übereinander, so wie es sein soll? Da auch die Äste und sowas. Ich habe dann teilweise zwei oder drei Stapel im Inventar, die dann nicht übereinander gehen. Keine Ahnung warum. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das müsstest du ja auch merken, ne? Jetzt habe ich 7 Kalkstein und 3 Kalkstein bei mir im Inventar. Okay. Also ja, schiebt die halt dann immer zusammen. Ja, eben. Das ist. Warum geht das nicht automatisch? Das wundert mich. Wäre ja sinnvoll, wenn ich schon auf Sortieren drücke, ne? Ja. So, dann habe ich hier noch. Auch nochmal diese Papierdinger oder was das da ist. Ich tue jetzt nochmal hier die Sachen wieder raus. So, die Waffenkiste, die hast du doch da irgendwo. Nein. Da. Nein. Wo ist die Waffenkiste? Innen? Nein. Nein. Da sind Waffen drin. Und Baumstämme. So, dann kann ich den Bogen raustun. Ich tue das. Na, das Messer kann man nicht raustun. Das Katana kann ich noch raustun. Und die Pfeile tue ich raus. Die Ballistenbolzen lasse ich natürlich einstecken, dass wir die dann auch nachfüllen können. Yes. Okay. Also ich wäre jetzt mal bereit, Schluss zu machen. Toll. Ja, bin ich wirklich. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Du weißt, ich muss ja auch noch mit dem Schneiden und so weiter. Das ist immer ein wenig problematisch, sobald der Part länger ist. Von daher, ja, war jetzt 3 Folgen lang im Grunde sehr viel Bau. Ja, war's, ne? Also wir haben jetzt halt... Ja, du hast nur gebaut, ja. Ich habe jetzt halt echt nur gebaut, ja. Und ich habe den Sandman da draußen einfach nur rumrennen sehen. Und durch die Mauer habe ich nicht gesehen, was er macht. Ja. Auf jeden Fall, ich finde es jetzt halt schon spannend, was wird es geben, wenn die hier reinkommen. Wie werden die hier durchlaufen? Werden die von der Balliste erwischt? Das sind alles so Fragen, die ich mich jetzt ja gerade stelle. Jo. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ja. Auf jeden Fall, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst uns gerne einen Kommentar da und vor allem ein Like. Und schaut euch auch mal bei Discord vorbei. Haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Mhm. Wollte ich noch was sagen? Ich bin schon viel zu müde jetzt gerade. So, warte mal, ich esse mal hier so ein Fleisch. Oh, ich muss sogar 2 essen. Ja, aber Essen haben wir ja genug. Ja, definitiv. Genau. Und ansonsten, ja, danke Sandman, dass du wieder mit dabei warst. Das hätte ich gerne. Und an euch alle einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.